Schön, dass ihr wieder da seid zu unserem zweiten Teil über den Weltraumforschungstag. Ich fasse kurz zusammen. Wir waren in Bremen, haben Dr. Hartmut Rencken besucht, hier mit Buzz Aldrin zu sehen. Und den Rest von gestern erzählt euch lieber selbst. Mein Name ist Hartmut, ich bin 49 Jahre alt, immer wieder am 20. Juli, alle Jahre wieder sozusagen, jetzt sich die erste bemenschte Mondlandung. Am liebsten ganz gerne die Sachen mache und auch erforsche, die gar nicht so weit weg sind. Und zwar, weil man da ganz viel machen kann von der Erde aus mit eigenem Fernrohr, was mich immer interessiert. Und Frage ist, ob ich das jemals in meinem Leben auch noch irgendwie beantwortet bekomme. Wo das Ganze eigentlich irgendwie und wie das Ganze auch irgendwie vor allen Dingen mal entstanden ist. Und sein Lieblingssternbild hat er uns auch noch gezeigt. Der Skorpion. Aber Moment, was ist das? Eine 1? Eine 0? Noch eine 0? Noch eine 0? Eine 0? 0? Oh, 0? Boah, puh, 0? Hartmut, hilf mir, was war das? Eine andere ganz spannende Frage ist ja die, wie viele Sterne gibt es überhaupt im Universum, im Weltall? Und da haben sich ein paar Leute mal mit beschäftigt, das so einigermaßen mal auszurechnen. Und da macht man Folgendes, da kann man Fotos machen vom Universum, vom Weltall. Da kommen ja diese schönen Spiralgalaxien, die ihr von Fotos wahrscheinlich selber auch kennt, bei raus. Und diese riesigen Galaxien, die ja ganz, ganz hübsch auch aussehen, die beinhalten ja ganz, ganz viele Sterne. Und da kann man das jetzt so ein bisschen hochrechnen, indem man sich damit beschäftigt, zum Beispiel zu fragen, wie viele Galaxien gibt es denn überhaupt im Universum? Da findet man dann ganz große Fernrohre, um das dann fotografieren zu können. Und da guckt man wieder in der Galaxie selbst rein und überlegt dann, wie viele Sterne gibt es denn da einzeln drin in so einer Galaxie. Ja, da wird ein bisschen Mathe gemacht und dann kommt man auf eine wahnsinnig große Zahl. Das sind wahnsinnig viele Nullen. Wir haben es hier mal angeschrieben. Das ist eine 10 hoch 22. Und das kann man auch ein bisschen anders darstellen, indem man nämlich eine 1 hinschreibt mit 22 Nullen hinten dran. Also eine wahnsinnig große Zahl, die wir gar nicht irgendwie weiter zum Ausdruck so bringen können. So groß ist die, aber das ist quasi dann die Anzahl der Sterne. Ganz nüchtern gesagt, eine 1 mit 22 Nullen hinten dran. So ungefähr, ganz genau weiß das keiner. Auf jeden Fall so viele Sterne, wie es auf der Erde selber nicht mal Sandkörner am Strand gibt. 508. 509. Nee, also ich passe. Hartmut, nächste Frage. Ich schenke dir eine Rakete. Wo fliegst du zuallererst hin? Wenn ich jetzt selber mal die Chance haben sollte, und vor allen Dingen auch das nötige Kleingeld ins Weltall reisen zu können, dann würde ich gar nicht so weit wegfliegen. Dann würde ich einfach sagen, okay, ich nehme die Technik, die die Menschen heutzutage drauf haben. Das nötige Geld ist eine andere Geschichte, aber angenommen, ich hätte das, dann würde ich sagen, ich fliege zum Mond. Ah, in die Nachbarschaft. Aber Hartmut, wie lange bräuchte ich denn, um dich zu besuchen? 3 Tage hin, da macht man beim Mond irgendwie was, dann 3 Tage wieder zurück. Und ja, da kann man sich immer noch überlegen, ob man nochmal irgendwie weiter möchte. Denn das nächste Ziel wäre vielleicht ja mal der Mars. Das ist auch ein super spannender Planet, gar keine Frage. Aber da dauert eine Reise nur zum Mars hin ungefähr ein halbes Jahr. Da sage ich mir, das sind mir jetzt erstmal zu lange. Das kriege ich auch zeitlich gar nicht gebacken. Also, ich glaube, da würden dich deine Studenten doch sehr vermissen. Und stell dir vor, du fliegst in ein schwarzes Loch. Eine weitere spannende Frage im Weltall ist ja, wie ist das eigentlich mit den schwarzen Löchern? Also unheimlich klasse Sache, sich damit mal zu beschäftigen. Also erstmal, es gibt sie tatsächlich. Man kann sie nur nicht direkt sehen. Warum? Naja, wie der Name schon sagt, schwarzes Loch ist halt schwarz, ist halt dunkel. Und dann auch noch vom ganz, ganz dunklen Himmelshintergrund, wo vielleicht mal ein paar Sterne sind, aber sonst ja erstmal weiter nicht so viel, sieht man es einfach nicht. Und warum kann man es nicht sehen? Weil da etwa nichts ist? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Beim schwarzen Loch ist verdammt viel. Wenn man also hier mal bei der Tafel das mal so versucht, so ein bisschen darzustellen, so ein schwarzes Loch, da kann man es, wie gesagt, tatsächlich nicht sehen, weil es eben halt schwarz ist. Und also ganz, ganz dunkel ist, aber da ist ganz, 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 ganz viel Material drin. Und jetzt kann man natürlich umgekehrt was ganz anderes sehen. Sterne, die ganz dicht bei diesem schwarzen Loch sind und dort rumfliegen, die fliegen ganz, ganz schnell hier rum. Das kann man tatsächlich sehen, das kann man mit Fernrohren beobachten. Und die fliegen deshalb so schnell um dieses schwarze Loch herum, weil es nämlich hier in der Mitte etwas ganz, 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 ganz Schweres sein muss. Das geht gar nicht anders, sonst könnten die Sterne gar nicht so schnell darum fliegen.
Also es muss etwas ganz, ganz Schweres dort in der Mitte sein. Und das ist dann letztendlich so schwer, dass nicht mal Licht sozusagen von diesem ganz, ganz schweren schwarzen Loch weg kann, weil auch Licht nämlich angezogen wird und das kommt da gar nicht mehr weg. Gruselig. Hartmut, du bist großer Transformers Prime-Fan. Erklär uns doch mal die Erdbrücke und ob diese Art des Reisens für uns Menschen irgendwann mal möglich sein kann. Ein ganz, ganz spannendes Thema, vor allen Dingen für alle Technikinteressierten bei den Transformers Prime, ist natürlich das Teleportieren. Dass wir also über die Erdbrücke in 0, nichts von einem Ort mal eben zu einem anderen Ort kommen können. Und das viel, viel schneller, als das heutzutage überhaupt möglich ist. Ja, heutzutage heißt, wir sind im Jahre 2012. Wir haben die ganz normale Technik, vielleicht mit Flugzeugen, viel zu langsam, wissen wir alle, mit Raumschiffen, auch eigentlich viel zu langsam, weil die ja alle auf ganz normaler, konventioneller Raketentechnik basieren. Und mal eben zu sagen, wir gehen auf die Erdbrücke, zack, und sind ruckzuck auf der anderen Seite sozusagen, da wo wir auf der Erde vielleicht ankommen wollen, angelangt. Also das funktioniert so nicht. Das Konzept ist ja auch ein bisschen was anderes. Wir steigen ja dort nicht in eine Raumkapsel ein und fliegen dann mit der Raumkapsel dorthin, sondern wir müssen ja sozusagen durch den Raum und durch die Zeit durch. Das ist ja genau das Teleportieren und das ist Zukunftsmusik. Das hat nichts mit der Zeit zu tun, in der wir heutzutage leben. Aber, und das ist ein positives Aber, die Zeit geht ja weiter. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Was die Menschen jetzt machen momentan, ist, dass sie versuchen, zumindest Raketen schneller zu machen, dass sie versuchen, Flugzeuge irgendwie schneller zu machen, dass sie dabei nie vergessen, es muss auch funktionieren, möglichst nicht nur einmal, sondern auch ganz, ganz oft. Die Technik muss sicher sein. Und das Ganze basiert auch auf der Physik vor allen Dingen, die wir heutzutage irgendwie so haben. Also die Dinge, die man halt so früher auch mal in Büchern oder auch in der Schule, wo auch immer, im Fernsehen mitbekommen hat. Das ist sozusagen die Grenze, die normale Standardphysik. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, gelingt da mal irgendwie die Entdeckung ja, von ganz neuen Erkenntnissen, dass dann eben doch quasi auch aus der Sicht der Physik so etwas wie Teleportation möglich ist. Da hat es bis jetzt noch nichts gegeben, aber bis jetzt noch nichts gegeben heißt eben noch lange nicht, dass man das vielleicht doch mal irgendwann hinkriegt. Wir drücken die Daumen. Aber jetzt bin ich gespannt auf deine Antwort. Auf die Frage, sind wir allein? Das Universum ist ja ein verdammt großer Raum. Wir haben ja eben gerade auch über die Frage gesprochen, wie viele Sterne es im Weltall gibt. Und das ist eine wahnsinnig große Zahl. Eine 1 mit 22 Nullen hinten dran. Zumindest so ungefähr. Da haben sich ein paar Fachleute mal darum gekümmert, das ein bisschen genauer zu ergründen. Ja, Sterne selber sind viel zu heiß, um da überhaupt wohnen zu können oder auch leben zu können. Das gilt jetzt nicht nur für uns Menschen, das würde auch für andere vielleicht ganz anders aussehende Wesen gelten. Aber Sterne haben ja Planeten. Das ist ja nicht nur unsere Sonne, die Planeten hat, sondern auch andere Sterne haben Planeten. Das ist keine Science Fiction mehr. Sterne haben tatsächlich Planeten, das kann man sehen. Zumindest bei den Sternen, die gar nicht so weit weg sind. Und wenn man es jetzt mal so hochrechnet, wie viele Planeten es insgesamt im Universum gibt, dann ist das schon sehr, sehr ähnlich wie die Anzahl der Sterne, die es auch gibt. Also eine wahnsinnig große Zahl. Auch vielleicht ungefähr dann wieder eine 1 mit 22 Nullen hinten dran. Okay, nun sind wir ja so geprägt als Menschen, das darf man ja nicht so ganz vergessen, dass wir immer erwarten, dass es so ein Zweibeiner aus Fleisch und der hat zwei Augen, zwei Arme, zwei Beine vielleicht, sieht also aus vielleicht ja auch dann wie ein Roboter oder umgekehrt, ein Roboter sieht dann ja auch sehr menschenähnlich aus, aber das muss in keinster Weise so sein. Das ist ein gutes Konzept, um hier auf der Erde gut überleben zu können, so wie wir halt gebaut sind. Du kannst aber auch andere Planeten geben, die vielleicht viel schwerer sind. Da ist das dann gar nicht so gut, vielleicht aufrecht zu gehen. Das ist vielleicht besser, wie ein Wurm zu kriechen, weil dieser Planet also ganz schwer ist und dann dort Lebewesen, die es dort vielleicht gibt, einfach ganz kräftig anzieht. Das würden wir sozusagen als Wirbeltiere in Gänsefüßchen gar nicht überleben können. Also ich will Folgendes sagen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es im Weltall woanders auch Lebensformen gibt. Keiner weiß das ja so genau, also es hat noch keiner hier angeklopft und gesagt, huhu, hier sind wir. Also insofern ist alles in gewisser Weise natürlich auch eine Glaubensfrage. Aber das wird möglicherweise ganz anders aussehen als das, wie wir das momentan so kennen. Oder wie wir jetzt erwarten würden, eben halt sehr menschenähnlich. Das, denke ich mal, wird eben nicht der Fall sein. Also es kann ganz, ganz anders sein, so metallisch vielleicht.
vielleicht auch so ein bisschen schleimig irgendwie, aber das ist letztendlich schon mit Leben was zu tun hat. Hartmut, vielen, vielen Dank. Und jetzt hast du noch etwas Zeit, dich von deinen Zuschauern zu verabschieden. Ja, ich hoffe, dass ich euch über das Weltall ein bisschen was erzählen konnte und nehmt den Weltraumforschungstag ruhig zum Anlass, auch über den Tag hinaus, auch vor allem über die Weltall ein bisschen zu beschäftigen. Da gibt es so viele spannende Sachen und macht es einfach, wenn es abends mal klar ist. Schaut einfach mal hoch, wenn ihr irgendwie einen Fernruf vielleicht mal bekommen solltet oder besorgt das auch mal selber, dann guckt mal zum Mond, guckt zu den Planeten, guckt zu den Sternen. Das ist einfach eine spannende Sache und vor allen Dingen macht es einfach. In diesem Sinne, vielen Dank und tschüss. Halt! Nicht so schnell! Bevor ich euch gehen lasse, hier noch ein kleiner Tipp. Klickt auf der Edelkids Facebook-Seite die Rubrik Gewinnspiel und mit etwas Glück gewinnt ihr täglich großartige Hörspiele und DVDs. Wie zum Beispiel diese Transformers-DVDs. Plus ein abgefahrenes Wandtattoo von Klebefieber. Viel Glück!